Es geht um Zukunftsstrategien in der aktuellen Ausgabe von HWK TV. Wie sich das Handwerk auf den demografischen Wandel vorbereitet und bei der Fachkräftesicherung auch auf die Integration von Migranten setzt, war Thema in Koblenz. Um die Energiewende und damit verbundenen Chancen für das Handwerk ging es bei der Woche der Umwelt im Berliner Sitz des Bundespräsidenten. Doch zu Beginn stellen wir mit der Töpferei Girmscheid einen Betrieb vor, der in einem jahrhundertealten Handwerk zu Hause ist und dessen Inhaber Joachim Ermert erfolgreich die Weichen Richtung Zukunft gestellt hat. Dank gesunder Wirtschaftslage hat die Töpferei in einen neuen Ofen investiert. Eine Anschaffung nahe am sechsstelligen Bereich und für einen kleinen Handwerksbetrieb sicher eine Herausforderung. Doch mit der richtigen Strategie und neuen Geschäftsideen und Feldern agiert die Töpferei mit ihren nationalen und internationalen Partnerschaften erfolgreich. 2011 richtete man außerdem einen Stand auf der Bundesgartenschau in Koblenz ein. Ein Experiment, denn niemand konnte vor der Buga wissen, welchen Zuspruch die Schau schließlich haben würde und wie interessiert das Publikum an den Westerwälder Keramiken sei. Wir haben letztes Jahr auf der Bundesgartenschau in Koblenz einen Verkaufsstand gehabt. Und das kann man schon sagen, dass das auch ein Teil der Frucht ist, der neue Ofen, die wir dort geerntet haben. Seit wenigen Tagen wird nun mit neuer Ofentechnik gebrannt. Ermerts haben sich, ganz der Tradition verpflichtet, auf Salzbrand spezialisiert. Eine Technik, die vor Jahrhunderten in die Region kam. Also wir sind ja einer der letzten traditionell arbeitenden Werkstätten, die noch den Salzbrand im Hause durchführen. Und die Salzglasur ist ja hier im Kannenbäckerland eigentlich zu Hause. Diese Technik wird seit über 400 Jahren hier angewandt, wenngleich sie keine Erfindung der Region ist. Sie ist durch Töpfer hierhin mitgebracht worden. Aber es ist eine sehr spezielle Technik, eine sehr aufwendige Technik. Also der Vorgang im Inneren dann ist unglaublich spannend und auch eigentlich unvorstellbar. Man muss sich vorstellen, dass das Ofeninnere und alles das, was auch im Ofen ist, also die Töpfe und Krüge und Teller, alles über 1200 Grad heiß ist. Bei Höchsttemperatur wird dann über die Brenner Kochsalz mit Luft in den Ofen geblasen. Diese kleinen Kochsalzkörnchen verdampfen sofort in der sehr heißen Ofenatmosphäre und bilden sich dann Kochsalzdämpfe, Natriumchloriddämpfe, sagt der Fachmann. Und diese Dämpfe umspülen jetzt den gesamten Besatz, jeden Topf, innen rein, unten drunter und geben dann die individuelle Zeichnung der Töpfe. Es bildet sich erst dann, in diesem Moment, die Salzglasur. Nach Tagen des Abkühlens folgt dann der spannende Augenblick, wenn sich die Ofentür öffnet. Ist der Brand gelungen? Mit seinem neuen Ofen ist Joachim Ermert mehr als zufrieden. Mit dem ersten Brand wusste er, das Verhältnis zwischen Ofen und Handwerker ist ein gutes. Die Endprodukte überzeugen mit gleichmäßigem Salzbrand und höherem Glanz. Eine Investition in die Zukunft seines Betriebes, die sich gelohnt hat. Um Investitionen und Ressourcensicherung drehte sich auch die Ausbildungskonferenz Willkommen Vielfalt bei der Handwerkskammer Koblenz. Gast aus Berlin war die Staatsministerin Professor Maria Böhmer, Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Veranstaltungsort war das neue Zentrum für Ernährung und Gesundheit der HWK Koblenz in Koblenz-Rauental. Ein Ort, der mit seinem großzügigen und modernen Erscheinungsbild ideal zur Veranstaltung passte, deren Inhalte sich um eine erfolgreiche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in den hiesigen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt drehten. Gerade mit Blick auf den demografisch bedingten Fachkräftemangel kommt dem Thema eine hohe Bedeutung zu. Dabei ist das Handwerk nicht nur zuverlässiger Partner für die Politik und unterstützt mit einer Reihe von Projekten eine erfolgreiche Migration. Das Handwerk ist auch gut aufgestellt mit Blick auf die aktuellen und künftigen Herausforderungen, die sich mit der Migration verbinden. So findet der hochrangige Gast aus Berlin auch lobende Worte für die Handwerkskammer Koblenz und das Handwerk in der Wirtschaftsregion Mittelrhein. Das Handwerk hat geradezu eine Vorreiterfunktion. Zum einen ist das Handwerk ja auch Partner im Ausbildungspakt
genauso wie ich als Integrationsbeauftragte. Und wir haben hier einen engen Schulterschluss. Der bewährt sich auch hier bei der Ausbildungskonferenz, die wir bei der Handwerkskammer in Koblenz durchführen. Auch die Erfahrungen fruchtbar machen, die man im Handwerk selbst hat. Das HIM-Projekt steht dafür, aber auch viele Initiativen in einzelnen Handwerksbetrieben. Und mir sagen immer Handwerksbetriebe, natürlich haben wir auch Migranten bei uns als Mitarbeiter und das sind sehr geschätzte Mitarbeiter. Es sind jetzt Menschen, die schon in der zweiten, dritten, manches Mal sogar schon in der vierten Generation hier in Deutschland leben. Die Eltern kamen zu uns, um als Gastarbeiter zu arbeiten, aber sie sind hier heimisch geworden, sie gehören einfach dazu. Und dass die Kinder und Jugendlichen dann eine gute Ausbildung durchlaufen, das ist unser gemeinsames Interesse. Im Handwerk kann man mit Vielfalt umgehen und das Handwerk weiß, wer Fachkräfte haben will in Zukunft, der muss ausbilden und der muss diese Potenziale heben. In vier Foren sammelten die Teilnehmer dann Ideen und tauschten sich zu konkreten Erfahrungen aus. Für Maria Böhmer bietet insbesondere das duale Ausbildungssystem eine ideale Ausgangssituation für erfolgreiche Integration bereits beim Start ins Berufsleben. Ein Modell, das auch international hohes Ansehen findet. Also ich werbe sehr dafür, dass das duale System in Deutschland wirklich als das Pfund erkannt wird, mit dem wir wuchern können. Es hat uns vor einer hohen Jugendarbeitslosigkeit hier in Deutschland bewahrt und wir müssen dieses Produkt duales Ausbildungssystem auch noch dichter an die Menschen heranbringen. Das heißt, in den Schulen dafür werben, dass man eine Ausbildung durchläuft. Und wenn ich jetzt an Menschen aus Zuwanderungsfamilien denke, die nicht vertraut sind mit unserem Bildungssystem, auch nicht vertraut sind mit unserem Ausbildungssystem, so ist es wichtig, Eltern darüber aufzuklären, welche Chancen das Handwerk bietet, welche Chancen auch im Bereich der IHKs bestehen für eine Ausbildung. Und dann stehen diesen jungen Menschen die Türen offen. Die Türen standen auch offen am Berliner Amtssitz des Bundespräsidenten. Rund um das Schloss Bellevue drehte sich alles um die Themen Umwelttechnik, Forschung und Bildung, wie auch den Naturschutz. Für Bundespräsident Joachim Gauck ein besonders spannendes Thema, das einige Herausforderungen, aber auch Chancen mit sich bringt. Unter den 200 Ausstellern mit dabei die Umweltzentren der deutschen Handwerkskammern. Über 500 Aussteller hatten sich beworben. So galt die Teilnahme auch als Auszeichnung für besonderes Engagement im Sinne des Umweltschutzes und geleistete erfolgreiche Arbeit. Gerade beim Top-Thema Energiewende sieht das Handwerk ein riesiges Potenzial und ist mit seinem Know-how wie auch den gesammelten Erfahrungen ein idealer Partner bei der Umsetzung der Energiewende. ZDH-Präsident Otto Kenzler erläutert die Hintergründe. Ja, die Energiewende ist die Riesenchance. Wenn Sie mal sehen, im Gebäudebestand gerade der Bundesrepublik, wie wenig da passiert ist, da ist noch eine Menge Potenzial. Und wenn Sie die Leistungen, die jetzt die Firmen abrufen, die wird noch ausreichen für 20 Jahre, um beschäftigt zu sein. Und wenn wir das erhöhen wollen, bedeutet das, dass wir die Arbeitsplätze aufstocken müssen, dass wir mehr Gas geben müssen. Also solche Chancen sind dem Handwerk selten geboten worden. Das Handwerk ist im Grunde durch seine duale Ausbildung prädestiniert, offizieller Ausrüster der Energiewende zu sein. Und die Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, die wir in den einzelnen Gewerken, ich habe das eben gesagt, dass wir 30 Gewerke sind, immerhin damit beteiligt. In all diesen Gewerken sind Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen auf dem Weg, die das komplettieren. Mit der richtigen Aus- und Weiterbildung ist das Handwerk also bestens aufgestellt, soll die Energiewende zügig und hochwertig umgesetzt werden. Mehr Infos zum Bildungsprogramm der Handwerkskammer Koblenz im Internet unter hwk-koblenz.de. Menüpunkte Ausbildung sowie Weiterbildung.